Ist das ein passender Ort für einen Filmstar? Seit November lebt Nazif Mujic hier in diesem wenig glamourösen Asylbewerberheim am Rande Berlins. Vor einem Jahr sah sein Leben noch ganz anders aus. Als Hauptdarsteller in Danis Tarnovic aus dem Leben eines Schrottsammlers wurde Mujic auf der Berlinale als bester Schauspieler mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Eine unerwartete Ehre für den Bosnier, der sich in einem halbdokumentarischen Film über das Leben der Roma selbst spielt. Am Zugang seines winzigen Dorfes prangt dann auch stolz ein Schild: Hier lebt der beste Schauspieler Bosniens. Doch der Ruhm währte nicht lang. Nachdem sich der Rummel wieder gelegt hatte, sieht sich Mujic enttäuscht und ohne Perspektive. Also besteigt er mit seiner Familie im November einen Bus nach Berlin, wo schon zwei seiner Kinder leben, und beantragt Asyl. Ich möchte, dass meine Kinder hier aufwachsen und zur Schule gehen, dass ich hier leben und arbeiten kann und ein normales Leben führen. In Bosnien habe ich dafür keine Chance. Jetzt klicken wieder die Kameras der Fotografen. Ein Berlinale-Star als Asylbewerber sorgt für internationalen Medienrummel. Den Silbernen Bären hat er aus Bosnien mitgebracht. Der rote Teppich aber, der ist sehr, sehr weit weg. Ich würde gerne wieder als Schauspieler arbeiten. Nicht nur auf der Berlinale, auf der ganzen Welt. Doch vorerst sieht es nicht gut aus. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, demnächst droht die Abschiebung. Vorher beginnt noch die Berlinale 2014. Deren Leitung hat einen Anwalt beauftragt, Mujic Fall zu prüfen. Und auch eine Einladung für die Filmfestspiele, sagt der Star des vergangenen Jahres, haben er und seine Familie schon erhalten.